Ja, schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum dritten Teil unserer kleinen Citrix Cloud Webinar-Reihe. Heute geht es um technische Umsetzungsmöglichkeiten verbunden mit einer kleinen Demonstration. Mein Name ist Thomas Ahrens. Ich bin Consultant im Cloud Consulting Team beim Professional Services der Comparex. Zu Beginn des Webinars noch ein paar organisatorische Hinweise. Sie sind während des Webinars alle stumm geschaltet. Wenn Sie Fragen haben zu den Folien oder zu den Themen, dann stellen Sie sie bitte im Chat. Diese Fragen werden wir im Anschluss an das Webinar beantworten. Das Webinar wird aufgezeichnet und Sie bekommen nach dem Webinar den Link beziehungsweise die Fragen und Antworten zu den von den Teilnehmern gesammelt zugeschickt. Ja, dann fangen wir mal an. Die ersten beiden Teile, da haben Sie ja aus unserer kleinen Reihe erklärt bekommen, was ist Citrix Cloud, wie kann man es lizenzieren, wie kann ich die Image reinstellen in die Citrix Cloud-Umgebung, wie kann ich sie dort verbinden, wie kann ich sie installieren. Die Umsetzungsmöglichkeiten wollen wir heute mal besprechen, wie wir das alles so schön zusammenbauen. Zu Beginn aber noch mal eine kleine Folie für alle diejenigen, die den ersten Teil nicht mitbekommen haben von unserer kleinen Reihe. Was ist eigentlich die Citrix Cloud? Citrix Cloud sind mehrere Services, die Citrix anbietet, aus einer Cloud heraus, aus einem Cloud-Service heraus. Wir beschäftigen uns hier in dieser Webinar-Reihe nur mit dem Xen App und Xen Desktop Service. Das heißt, wie kann ich meine Windows bzw. Linux Apps und Desktops über den Cloud Service an meine Endbenutzer bereitstellen? Sie alle haben on-prem in Ihrem Rechenzentrum eine Citrix-Infrastruktur aufgebaut mit allen Komponenten, die Sie dazu brauchen. Delivery Controller, Storefront Server, Datenbank, Lizenzserver, alles die Komponenten, die dort aufgezeichnet sind, beziehungsweise natürlich brauchen Sie auch Ihre Xen App und Xen Desktop VDIs, um Ihre Apps und Desktop bereitzustellen über diese Infrastruktur an Ihre Endbenutzer. Das alles betreiben Sie, managen Sie alles in Ihrem Rechenzentrum. Beim Citrix Cloud Xen App und Xen Desktop Service wird diese ganze Infrastruktur jetzt ein bisschen aufgeteilt. Das heißt konkret, der ganze Infrastrukturteil, den Sie on-prem eigentlich haben, der wandert in die Citrix Cloud. Das wird betrieben von Citrix. Sie konfigurieren halt nur die Umgebung über das Studio beziehungsweise können monitoren über den Direktor, ganz wie gehabt. Und bei Ihnen bleiben dann on-prem nur Ihre Apps, Desktops, Ihre Worker-Geschichten, die Sie bereitstellen wollen. Da kann man sich jetzt die Frage stellen, ja, wenn wir das auftrennen, wie ist denn da die Kommunikation? Berechtigterweise, die Kommunikation wird hergestellt durch einen sogenannten Cloud-Connector, den wir einmalig installieren müssen, on-prem bei Ihnen im Rechenzentrum. Die Voraussetzungen dafür sind nicht allzu hoch. Das ist mindestens ein 2008 R2 Windows Server, der Domain Joint sein muss. Das ist für die Maschinen die Voraussetzung und Domain und Forest Level müssen mindestens 2008 R2 sein. Das war's auch schon und dann kann man den Cloud Connector installieren. Und der Cloud Connector kommuniziert dann mit der Citrix Cloud, mit ihrer Subscription dann über HTTPS abgesichert. Ihre Infrastruktur wandert dann in den Xen App und Xen Desktop Service hinein. Und wenn Sie den Gateway noch benutzen wollen, dann haben Sie noch den Gateway Service dazu gebucht. Das ist eigentlich die Citrix Cloud in ein wenigen Sätzen beschrieben. Die Resource Location kann natürlich nicht nur on-premise sein, sondern auch andere Cloud-Umgebungen wie Azure, Entschuldigung, Azure oder AWS oder jede andere Cloud, Google, Oracle,
alles möglich. Natürlich muss man dann aber beachten, dass nicht alle Deployment-Methoden, die man so von On-Prem kennt, in allen Cloud-Varianten verfügbar sind. Beispielsweise der Machine Creation Service ist nur in Azure und AWS supported. Zurzeit noch. Google kommt noch bis Ende des Jahres oder soll noch bis Ende des Jahres kommen. Ja, welche Möglichkeiten haben wir jetzt, das alles entsprechend unseren Ansprüchen anzupassen? Der einfachste Schritt ist, wie eben schon gezeigt, wir buchen halt nur das Citrix Management in der Cloud, lassen die Workloads on-prem und lassen auch die Backends on-prem, also Domain-Controller, Mail-Server, Datenbank-Server, SAP-Server, alles, was im Backend typischerweise betrieben wird. Vorteil ist, die ganzen Citrix-Infrastrukturkomponenten wandern zu Citrix in die Cloud. Sie müssen sich dort nicht mehr um Updates kümmern, um die Maintenance der Komponenten kümmern. Das erledigt alles Citrix für Sie. Das sind Sie praktisch los und befreit, und Sie können sich halt nur, in Anführungsstrichen, nur mit den Workern beschäftigen, um Ihre Apps und Desktops. Ihre Backend-Systeme verbleiben natürlich im Rechenzentrum und dementsprechend verlassen auch Ihre Daten nicht das Unternehmen. Als kleine Skizze aufgezeichnet, in der kleinen Variante nochmal, was wir in der ersten Folie auch schon hatten. Der Benutzer kommt, meldet sich am Gateway-Service an, und kriegt dann seine Xen App bzw. Xen Desktop Umgebung präsentiert über den Cloud Connector zu seinem Receiver hin und kann sie dort starten. Kommunikation der Worker erfolgt dann direkt im Rechenzentrum, und sie betreiben dann praktisch die Backends natürlich immer noch selbst in ihrem eigenen Rechenzentrum. Zweite Möglichkeit, wir schieben jetzt nicht nur das Management in die Cloud, sondern auch die Workloads in eine Cloud Ihrer Wahl. Bleiben wir mal hauptsächlich bei den beiden großen, AWS oder Azure, und lassen die Backends dann on-prem, sodass Sie Ihre Daten immer noch in Ihrem Rechenzentrum haben, nur dass sie praktisch in der Cloud verarbeitet werden. Was wir natürlich an der Stelle brauchen, zwischen der Worker Cloud, so will ich sie mal nennen, und dem Backend on-premise, müssen wir natürlich eine Verbindung herstellen. Und das ist in der Regel eine Side-to-Side-VPN bzw. eine Express-Route, wenn wir uns in Azure befinden. Das Problem an der Stelle ist natürlich, dass wir dort ein Augenmerk haben müssen auf den Datendurchsatz, den wir dort haben, verbunden mit den Kosten, die dort entstehen können. Weil alles, was aus einer Cloud herausgeht, kostet Geld. Und das wäre dann praktisch der Datenverkehr der Worker zu den Backend-Systemen hin. Dort müssen wir natürlich dann aufpassen, dass uns dort die Kosten nicht ins Unermessliche steigen. Natürlich muss auch die Bandbreite entsprechend sein, dass wir alle in einer vernünftigen Reaktionszeit dort alle Daten übertragen können. Wie schaut das aus? Ähnlich, nur dass die Worker jetzt in der Cloud sind. Die Cloud-Konnektoren sind natürlich bei den Workern, und ich muss, wenn wir bei dem AWS Azure Worker bleiben, an der Stelle die VPNs herstellen oder die Express-Route. Und dann haben wir es wieder. Die Workloads werden also von den Backends getrennt. Sie betreiben dann praktisch nur noch vollumfänglich ihre Backend-Systeme und müssen halt nur die Worker managen. Betrieben werden sie dann eben halt auch von dem Cloud-Anbieter, genauso wie das in der Citrix Cloud ausschaut, mit der Citrix-Infrastruktur. Die dritte Möglichkeit wäre dann, alles in die Cloud zu verschieben, das heißt auch die Backends. Natürlich für Unternehmen an der Stelle für eine Cloud-First-Strategie. Müssen Sie natürlich überhaupt keine Maintenance mehr leisten an der Stelle für Ihre ganzen Komponenten. Aber Sie müssen sich natürlich im Klaren sein, dass Ihre Backend-Systeme in der Cloud stehen.
und auch ihre Daten dann in der Cloud liegen. Das würde dann halt so ausschauen. Also alles in der Cloud, ich brauche kein VPN mehr, keine ExpressRoute mehr und die Kommunikation erfolgt wieder direkt von den Workern zu den Backend-Systemen. Aber wie gesagt, Maintenance sind sie an der Stelle von befreit und sie müssen halt nur noch managen an der Stelle. Das sind so die Umsetzungsmöglichkeiten, die wir theoretisch hätten, unter denen wir uns bewegen und aussuchen können. Der Benutzer, der sich jetzt aber anmeldet mit seinem Receiver, bekommt natürlich jetzt nur die ganzen Applikationen und Desktops angezeigt, die er über den Cloud-Service bereitgestellt bekommt. Und in Gesprächen mit Kunden habe ich in der Vergangenheit auch schon immer rausgehört, ja, das ist jetzt nicht so schön für uns, weil was machen wir denn mit unseren On-Prem-Lizenzen, wenn wir in die Cloud gehen? Wir möchten doch auch unsere On-Prem-Applikationen weiterhin auch noch nutzen. Das ist jetzt eine neue Möglichkeit an der Stelle, die ich Ihnen mal kurz in diesem Webinar vorstellen möchte. Also der User kommt, meldet sich an den Citrix Workspace an. Das ist diese neue Bezeichnung für alle möglichen Services und Dienste, die Sie dort buchen können. Mit diesen Diensten und Services kriegt der Benutzer diese Geschichten angezeigt, wenn er das möchte, wenn es gebucht wird, also Mobile Apps, Software as a Service, Applikationen, unsere Apps und Desktops, Windows und Linux, beziehungsweise Storage Apps, Sharefile, Box, OneDrive und so weiter. Das bekommt er mit diesen Services, wenn Sie sie buchen. Habe jetzt hier schon mal die neuen Nomenklatur jetzt benutzt, wie sie auf der Synergy jetzt im Mai announced wurden. Wenn Sie diese buchen, bekommen Sie diese Möglichkeiten angezeigt im Citrix Workspace. Alles ist die Citrix Cloud zusammengefasst und wir haben uns nur mit den Apps und Desktop-Service beschäftigt an der Stelle. Und jetzt ist ja die Frage, wie kriege ich die lokalen Applikationen on-premise da rein? Und da gibt es jetzt ein neues Feature, das heißt Site Aggregation in der Citrix Cloud, was aber noch in der Tech Preview ist. Wie funktioniert das? Im Prinzip die gleiche Folie wie vorhin. Sie haben Ihre On-Premise-Infrastruktur bei sich im Rechenzentrum vor Ort und die Citrix Cloud. Der Benutzer ist in der Citrix Cloud oder möchte sich dort anmelden und Sie haben einen Service gebucht, entsprechend Xen Desktop Service. Um jetzt die On-Premise-Applikation auch im Workspace anzeigen zu können, installieren wir ganz einfach auch einen Cloud-Connector On-Prem bei Ihnen im Rechenzentrum, verbinden den mit dem Workspace und können somit dann auch in Ihrem Workspace auch On-Prem-Applikationen bereitstellen, anzeigen lassen, neben den anderen Geschichten, wenn Sie Ihre Infrastruktur weiter betreiben wollen an der Stelle. Wenn wir das so machen, ist der Storefront-Server obsolet an der Stelle. Der wird technisch nicht mehr gebraucht. Und wenn Sie sagen, okay, ich möchte auch das Gateway nicht mehr on-prem selbst betreiben, dann können Sie entsprechend auch den Gateway-Service dazu buchen. Aber wie gesagt, noch Tech-Preview, aber sehr interessant für viele Kunden. Wollen wir mal schauen, wie das ausschaut am Ende des Tages, wenn das released wird. Die Demo-Umgebung. Folgendermaßen aufgebaut. Ich bin ein kleiner Benutzer, der sich am Gateway-Service auf unserem gebuchten Citrix Cloud-Dienst anmeldet. Und ich habe zwei Resource Locations installiert. Einmal eine in Azure und einmal den zweiten in AWS. In Azure Cloud-Konnektoren, zwei Stück installiert wegen der Ausfallsicherheit, ein Active Directory-Controller für die Anmeldung, die Domäne heißt Citrix on Azure.lab. Und ich habe zwei Windows 10 VDAs installiert mit Firefox, Google und Notepad++ als lokale Applikation. In der
AWS Resource Location, fast das gleiche Spiel, die beiden Cloud-Konnektoren hier wieder, den Active Directory Controller, die Domäne heißt AWS Citrix Cloud.lab und ich habe ein Xen App Worker VDA mit Word, Excel, Outlook und PowerPoint gepublished. Ich möchte Sie mal bitten, auf die Namen hier mal zu achten. Ich habe die mit dem Präfix AWS, die veröffentlichten Applikationen genannt und den Desktop Windows 10 Azure, sodass wir dann immer sehen können, welche Desktops bzw. Apps aus welcher Resource Location kommen. So, dann starten wir mal mit unserer kleinen Demo. Dazu muss ich mal die Präsentation schließen. Und da sind wir schon in unserer Citrix Cloud. Also wenn Sie sich anmelden unter citrix.cloud.com mit Ihren Citrix Credentials, dann sehen Sie Ihr Dashboard. Dort können Sie sehen, was für Services Sie gebucht haben hier. Unter My Services kann man alles sehen. Also App Layering, NetScaler Gateway, was ich jetzt hier habe, die Smart Tools und Xen Desktop Service, das sind eigentlich die Sachen, um die es sich in dieser Demo dreht. Ich kann sehen, wie viele Domains ich verbunden habe, wie viele Resource Locations ich verbunden habe mit meiner Cloud-Infrastruktur. Und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt mal gleich mal an mit den Resource Locations, weil die Resource Locations müssen wir zu Beginn verbinden, bevor wir überhaupt etwas tun können in unserer Citrix Cloud. Und da sehen wir jetzt hier, ich habe hier meine Resource Location Citrix on AWS und meine Resource Location Citrix on Azure mit meinen beiden Cloud-Konnektoren. Wenn ich auf so einen Cloud-Connector raufklicke, sehe ich, aha, der Status ist grün. Da ist alles in Ordnung. Ich kann auch die Ansicht ein bisschen genauer machen. Und dann kriege ich so Eckdaten der Cloud-Konnektoren angezeigt. Wie sind sie eigentlich ausgelegt? Wie sind sie ausgelastet? Habe ich da noch Platz auf der Festplatte? Oder wie ist der Datenverkehr im Netzwerk? Das schaut alles gut aus. Das ist grün. Und das, so sieht es auch unter AWS aus, on Azure aus, Entschuldigung. Alles in Ordnung. Ich habe hier noch eine andere mal beispielhaft erstellt. So würde es dann aussehen, wenn etwas nicht in Ordnung ist. In diesem Fall habe ich hier nur einen Cloud-Connector installiert. Und dieser Cloud-Connector ist zwar auch grün, aber für die Hochverfügbarkeit wird immer darauf hingewiesen, mindestens zwei zu installieren. Einmal installiert ist der Cloud Connector eigentlich auch eine Blackbox. Die Citrix übernimmt auch die Maintenance bei Software-Updates und so weiter. Das passiert alles automatisch. Da müssen wir uns dann auch nicht mehr drum kümmern. Wir müssen halt nur einmal initial die Geschichte installieren. Wichtig für uns ist auch noch, bevor wir loslegen können, wie machen wir das mit der Benutzerberechtigung in der Cloud? Wie schaut es da aus? Ich sehe, ich kann konfigurieren mein Azure Active Directory, wenn ich es dann hätte. Ich habe aber ja nur, wie ich in der Eingangsfolie gezeigt habe, nur ein lokales Active Directory. Gehen wir aber auch mit Azure. Hat auch Vorteile, weil ich muss mich dann nicht immer zweimal authentifizieren. Wenn ich ein Azure Active Directory verbinde oder benutze in Azure, geht das ja von Hause aus. Ich könnte die Authentifizierung ja auch noch übernehmen in AWS. Das würde auch funktionieren. Dann müsste ich nur einmal anmelden. Das war noch ein Hinweis, wenn ich nachher den Desktop starte, muss ich mich ja noch ein zweites Mal authentifizieren für meine Applikation, weil die an AWS in meiner Active Directory stehen. Das ist jetzt mit Azure Active Directory wäre das natürlich nicht der Fall. Ich kann hier sehen, wie meine Subscriber, wie sie hier heißen, also meine Benutzer, auf die Workspace zugreifen können, auf ihre Apps und Desktop. Das wäre jetzt die URL. Und die kann man einmalig ändern, nachdem man den Service gebucht hat, wenn einem der irgendwie nicht hübsch genug ausschaut. Administratoren, also wer kann die Oberfläche, diese Oberfläche jetzt hier, die Citrix Cloud-Oberfläche administrieren. Dann habe ich nochmal die Möglichkeit, einen API-Access zu
konfigurieren. Ich kann mir einen Secure Client hier erstellen, den ich dann lokal auf meinem Endgerät benutzen kann, nachdem ich Remote PowerShell SDK installiert habe und diesen Secure Client verwende, kann ich mich mit der Citrix Cloud auch lokal mit PowerShell verbinden. Das habe ich jetzt hier mal gemacht, habe mal ein kleines Skript, lasse mich authentifizieren mit meinem Secure Client, den ich jetzt hier als Profil hinterlegt habe. Und wenn ich das kleine Skript mal sehe, ablaufen lasse, dann bekomme ich nach der Anmeldung meine, in diesem Fall, Brokerszeit angezeigt. Oder wenn ich mal einen anderen Befehl eingebe, get broker controller, dann werden mir meine Delivery Controller angezeigt, logischerweise, in die ich jetzt zugewiesen bekommen habe in meiner Citrix Cloud. Und dann kann man sehen, dass ich jetzt hier auch schon auf 7.18 bin mit meiner Infrastruktur in der Cloud, die Citrix immer aktuell hält an der Stelle. Also wir haben da nicht die Möglichkeit, eine Version auszulassen. Wenn eine neue Version da ist, wird die auch installiert. Und Sie müssten dann irgendwann, wenn Sie Zeit haben, dass Ihr Release-Management das zulässt, auch Ihre VDAs entsprechend aktualisieren auf den Worker-Maschinen. PowerShell also auch möglich, also wir könnten auch alles schön skripten oder anpassen, wie wir es gerne möchten. Und ich sehe hier meine Domänen, ne? So wie ich in dem Bild schon zeigte, AWS Citrix Cloud.lab, das ist die eine in AWS mit meinem XenApp Worker und Citrix on Azure.lab, meine Domäne mit dem Windows 10 VDI. Zur Konfiguration gehört auch die Workspace-Konfiguration, die wir einmal uns mal anschauen sollten. Hier kann ich die URL nochmal für die Benutzer ändern. Oder ich könnte hier auch sagen, ich möchte jetzt hier Citrix on AWS. Da möchte ich die Konnektivität, das heißt Gateway, entsprechend umkonfigurieren oder ändern. Ich kann auch sagen, ich habe mein eigenes Gateway, wenn ich das on-prem selbst betreiben möchte oder in diesem Fall in der AWS Resource Location. Ich kann auch sagen, ich möchte nur intern arbeiten, sodass kein externer Zugriff möglich ist. Das geht natürlich auch. Macht ja natürlich nur Sinn, wenn ich natürlich den Storefront-Server auch on-prem habe. Hier die Geschichte mit Active Directory oder Azure kann ich hier auswählen. Ich kann auch mein Workspace entsprechend noch optisch anpassen, ein bisschen customizen, so wie Sie das kennen, auch vom Storefront-Server. On-Prem, das ist ähnlich, geht recht einfach. Das Compax-Logo werden wir gleich sehen, wo das erscheint an der Stelle. Service Integration, da kann ich einmalig ausschalten oder disablen. Hier mein Gateway-Service für Web- und SaaS-Applikationen könnte ich ausschalten, disablen oder auch mein Xen Desktop-Service. Und hier ist die Geschichte mit der Site-Aggregation. Wollte ich eigentlich zeigen heute, hat letzte Woche Donnerstag auch noch funktioniert, aber als ich gestern die Demo-Umgebung hochgefahren habe, musste ich leider feststellen, dass Citrix übers Wochenende da irgendwas verändert hat, sodass ich es leider nicht zeigen kann. Ist entschuldigt, ist ja noch eine Tech-Preview an der Stelle. Okay. Hier ist meine AWS-Konsole, damit Sie mir das glauben, was ich Ihnen gerade so auf dem Bildchen erklärt habe. Ich habe hier meine beiden Cloud-Konnektoren, CC1 und CC2. Ich habe meinen Domain-Controller für diese Domäne und ich habe, was wichtig ist, hier laufen mein XenApp-Server unter AWS. Die NAT-Instanz ist nur für den externen Zugriff, meine XenApp-Server und Cloud-Konnektoren sollen nicht direkt mit dem Internet verbunden sein. Deswegen haben wir in AWS jetzt hier noch so eine NAT-Maschine mit eingebaut für die Sicherheit. Dann haben wir hier unsere Azure Subscription. Ähnliches Bild.
unsere virtuellen Computer, die wir jetzt hier haben, wieder hier einen Cloud-Connector, den zweiten Cloud-Connector, den Domain-Controller, ups, falsch geklickt, den Domain-Controller für die Azure-Domäne. Ich habe hier dann noch meine beiden Windows 10 VDIs zu laufen. Das war es zu der Stelle mit der prinzipiellen Konfiguration bzw. Aufbau von dem Bild, was Sie gesehen haben vorhin. Jetzt können wir uns mal unserem XenApp und Desktop Service zuwenden. Wenn wir darauf klicken, kriegen wir zunächst nochmal eine kleine Übersichtsseite angezeigt. Das dauert ein paar Sekunden länger. All unsere Cloud, die wir jetzt hier haben, als Test-Cloud, die ist in den USA an der Ostküste. Da kann es schon ein paar Sekunden Verzögerung geben. Sie können natürlich nachher auch sagen, wo Sie Ihre Cloud haben wollen. Frankfurt beispielsweise würde Sinn machen. Für die deutschen Kunden. So, dann wird unser HTML5-Client gestartet, die Verbindung zum Studio herstellt. Wenn wir das alles gemacht haben, die Resource Location angebunden haben, könnten wir uns überlegen, wie wollen wir denn die Worker bereitstellen? Ich habe mich dazu entschieden, in AWS und auch in Azure den Machine Creation Service zu nehmen. Das heißt, ich habe im Studio die entsprechenden Ressource-Verbindungen angelegt, hier für AWS und der hier für Azure, sodass ich in diesen beiden Resource-Locations auch den Machine Creation Service entsprechend verwenden kann. Der Machine Creation Service, nebenbei gesagt, wird auch zurzeit nur unter AWS und Azure unterstützt. In keiner anderen Cloud-Umgebung. Google soll bis Ende des Jahres aber noch folgen. Das ist jetzt nur eine Ankündigung. Vertrauen wir der Ankündigung mal. Ja. Haben wir hier konfiguriert. Nachdem wir das konfiguriert haben, werden ganz normal unsere Maschinenkataloge angelegt. Ich habe hier unseren Maschinenkatalog Citrix Cloud AWS mit meiner Worker-Maschine kann ich mal raufgehen. Mit meiner Worker-Maschine hier XA AWS S01. Wenn Sie sich erinnern, das ist genau der Server, den Sie unter AWS gesehen haben in der Konsole. Und ich habe hier unseren Azure Windows 1709. Das sind meine beiden Desktops für den Windows 10 VDI. Wenn wir die Maschinenkataloge haben, da ändert sich auch nichts dran zu Ihrer ganz normalen On-Prem-Konfiguration. Können wir jetzt hier unsere Delivery Groups anlegen, die Maschinen einbinden und sagen, wie wollen wir das alles veröffentlicht haben, was für Applikationen möchten wir veröffentlicht haben. Hier habe ich nur die Applikation veröffentlicht. Das können wir unter diesem Punkt hier sehen. AWS Excel, AWS Outlook, AWS PowerPoint, AWS Word. Die werden wir gleich sehen im Windows 10. Und unsere Delivery Group für den Windows 10 hier. Das war es eigentlich schon, mehr nicht. Natürlich können wir noch hier ein paar Policies konfigurieren, wie Sie die Umgebung noch angepasst haben wollen. Ich habe da jetzt nicht unmöglich viele Policies gebaut. Ich habe da mich nur auf die Profilthematik beschränkt. Das heißt, wo sind meine Profile, wo werden sie abgelegt, wo wird meine Ordnerumleitung hingemacht. Ansonsten habe ich alle Einstellungen gelassen. Und der Einfachheit halber ist mein File-Server, mein AD-Controller, das muss ich vielleicht nochmal sagen. So, das ist das. Dann verbinden wir uns mal mit unserem Workspace.
Die URL, wenn wir sie noch im Kopf haben, heißt comparexag.cloud.com. Dort melden wir uns an. Citrix on Azure Test 1, das ist mein Testbenutzer, die Domäne Citrix on Azure, das heißt, ich erwarte jetzt hier, dass mir ein Windows 10 Desktop angezeigt wird. Nach meiner Anmeldung. Und da ist er. Und das ist der Windows 10 Azure Desktop. Den starte ich. Und nachdem die Verbindung da ist, kann ich mit meinem Desktop arbeiten. Ich habe hier meine drei Applikationen, die ich schon vorhin genannt habe. Mein Notepad++ funktioniert. Google Chrome funktioniert. Alles gut. Und ich habe meine Links hier drin. Ich hatte schon eine Anwendung mal angesetzt vor dem Webinar. Ich habe hier mein AWS Word, AWS Excel, AWS Outlook, AWS PowerPoint. Starte ich mal das Word. Et voilà. Da ist es und ich kann, wenn ich möchte, ein Dokument bearbeiten. Ja, das war es an der Stelle zu der Demo. Jetzt wollte ich noch mal, jetzt muss ich mal zur richtigen Folie, da. Also die Kommunikation, die wir jetzt gerade eben gesehen haben, ist jetzt hier unser Windows 10 Azure. Wir sind über den Cloud Connector zurück und haben dann AWS, unser Word gestartet an der Stelle. Wenn wir jetzt unsere Sitzung haben, können wir natürlich auch ganz easy, wie das immer ist, mit Session Sharing ganz schnell unser Excel starten. Natürlich kann man hier auch hier wieder die ganzen Features benutzen, Session Pre-Launch, Session Lingering, sodass wir hier auch eine vernünftige Benutzererfahrung am Ende des Tages für den Anwender vorweisen können. Ja, jetzt bin ich 7 Minuten zu früh fertig. Das ist jetzt sicherlich auch geschuldet, dass wir die Site Aggregation jetzt leider nicht zeigen konnten durch die Tech Preview, die uns da leider einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber im Großen und Ganzen war es das. Ich hätte an der Stelle jetzt nur noch einmal gezeigt, wie ich mit meinem Receiver mich an meine On-Prem-Delivery-Controller anmelden kann und dort eine On-Prem-Applikation starten. Aber ja, von meiner Seite war es das jetzt. Das Webinar ist an dieser Stelle fertig, beendet. Das ist alles, was ich Ihnen heute vorstellen wollte. Ich bedanke mich und vielleicht bis demnächst.